Herzlich willkommen bei Filmarchäologie. Mein Name ist Marius Meyer und wir reden heute über Feuchtgebiete. Wenn man über Feuchtgebiete spricht, womit fängt man an? Mit dem Roman, der Vorlage von Charlotte Roach? Oder spricht man über den Film? Das ist nämlich die große Frage, weil der Film von David Wehmt, der ist natürlich was ganz Eigenes nochmal. Wie starten wir am besten? Ich finde, den ist ein spannender Regisseur, weil er hat auch Er ist wieder da adaptiert und letztens Sonne und Beton. Also einerseits ein Regisseur, der offensichtlich ein Gespür dafür hat, was ein Hit wird und was er dafür adaptieren muss. Aber andererseits auch ein Regisseur, der, selbst wenn man Sonne und Beton jetzt nicht unbedingt als kontrovers sind, der sehr oft Popliteratur oder Sachen nah an der Popliteratur nimmt und die aktiv verarbeitet. Und das fand ich sehr spannend, weil ich hatte von Feuchtgebiete, wie jeder Mensch, der 2008 offensichtlich geatmet hat in Deutschland, natürlich gehört. Ich meine, das Buch hat sich 1,3 Millionen Mal verkauft. Charlotte Roach, vorher bekannt als Moderatorin und nennen wir es mal Person des öffentlichen Lebens, hatte auf einmal einen Roman veröffentlicht mit so einer Schlagkraft, mit so einer Wirkung, mit so einem Mut, so ein kontroverses Thema anzugehen. Das war in aller Munde. Und ich habe das Buch an 3 Tagen gelesen und muss sagen, nicht ohne Grund. Ich habe mit einer Freundin gesprochen, wie die das Buch fand. Sie fand, wie sie den Film fand. Sie fand auch der Film, auch im, nennen wir es mal, richtigen Alter geguckt, hat jetzt nicht so viel ausgelöst. Und das kann ich verstehen, während ich beim Buch glaube, dass das Buch doch schon sehr aufrüttelnd sein kann. Also ich fand, was spannend ist am Buch, worum geht es, kurz zusammengefasst, es geht um die Hauptfigur Helen, und Helen hat sich eine Analfissur zugefügt und liegt deswegen im Krankenhaus, weil sie sich geschnitten hat beim Rasieren und nun operiert werden muss. Und nun führt sie uns in der ersten Person so durch ihre Gedanken und ihre Wahrnehmung und erinnert sich an Lustiges und Skurriles aus ihrem 18-jährigen Leben. Und ja, das ist erstmal wirklich super plump zusammengefasst, der Plot vom Feuchtgebiete. Ein junges Mädchen erzählt von dem, was in ihrem Leben im sexuellen und privaten Bereich passiert ist und wie sie damit umgeht. Ihr sexuelles Erwachen, ihre ersten Masturbationsversuche und auch alles andere, was so passiert. Die ersten Liebeleien, Streitereien der Eltern, Scheidungen, lustige Sachen in der Schule, sowas. Aber das ist alles gerahmt ins Krankenhaus-Setting. Was denn so im Krankenhaus gerade passiert, wie sie mit ihrer Verletzung umgeht, wie sie mit den weiteren Operationen umgeht und wie sie auch mit den Leuten interagiert, weil sie ist schon eine recht spezielle Persönlichkeit. Und was ich spannend finde am Buch, das Buch hat keinen direkten Kontrahenten. Man könnte vielleicht am ehesten noch die Mutter als Kontrahent nehmen, aber dafür tritt die Frau zu wenig auf. Es geht eher darum, dass die Hauptfigur Helen sich so ein bisschen in ihren eigenen Gedanken, ihrer Person und ihrer Lebensplanung klar werden muss. Und das ist ganz spannend, weil man merkt einfach, dass Helen diese Teenager-Phase, dieses Erwachen und Erwachsenwerden, nennen wir es jetzt mal, immer noch stark durchmacht und sich selbst kennenlernt. Und darum geht es eigentlich, was sie, also man hat auf diesen 200 Seiten, egal wo ich jetzt aufschlage, bin ich eigentlich immer nur eine Seite von der humorvollen Anekdote entfernt. Und das hängt damit zusammen, dass sie eigentlich, egal welche Person auftritt und was passiert, sie etwas, einen kleinen Gedankenfetzen dahinter schreibt. Das liest sich sehr gut runter, weil Charlotte Roach darauf achtet, dass es ist sehr simpel geschrieben, die Sätze sind sehr kurz, es ist sehr umgangssprachlich. Also man muss sich nicht groß konzentrieren. Im Notfall kann man auch mal eine Seite überspringen. Außer 1-2 großen Handlungsmomenten hat das Buch keine großen Plot-Elemente, die man verpassen könnte. Und so wie ich das jetzt erzähle, würde ich einfach mal sagen,
das klingt ja nicht leicht zu adaptieren. Und das würde ich sagen, hat der Film auch nur bedingt geschafft. Der Film ist gut. Also ich glaube, gerade für Personen, die in dem Alter sind, so 16 bis 20, vielleicht 23, für die ist das wirklich ein enorm guter Film. Also das ist wirklich so ein Film, der genau einen bestimmten, also ich, was ich sagen würde, es ist sehr zeitlos. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich dem Film doch sehr zugestehen würde. Man kann ihm beim Schauen nicht das Jahr 2013 auf die Stirn schreiben. Es könnte auch 2009 sein, es könnte auch 2017 sein. Weil man, also ich glaube, einmal sieht man ein Handy und zwei andere Verortungen über die elektronischen Mittel sind gegeben. Aber ansonsten ist man sich nicht sofort klar, in welchem Zeitalter man stattfindet. Eine starke Verwendung an Neon an vielen Stellen gibt vielleicht einen Hinweis. Was ich jetzt aber sehr loben möchte, ist, also erstmal das Schauspiel von allen Darstellern, Gruß geht an Eddie Edgar Selge, wie er als alte Schauspielkollegen damals in Bückeburg, hat mir viel Spaß gemacht, melde ich mal. die ganzen Darsteller im Film schaffen es sehr, es wie ein relativ ernstes, ja, und das ist das Ding, es ist kein richtiges Drama. Es ist, also bis zu einem bestimmten Punkt ist es eine Komödie, die versucht mit humoristischen Elementen diese kleinen Story-Happen umzusetzen. Und das wird immer wieder durch verschiedene Montagetricks, Techniken und überraschende Szenenabläufe hervorgerufen. Also zum Beispiel flüchtet sie sich dann kurz in Gedanken und auf einmal hört man aus dem Off ihre Stimme und dann wird erzählt, dass ihre Mutter sich um ihre Hygiene Sorgen machen würde, falls sie mal einen Unfall hätte, ob dann die Unterhose sauber wäre. Und das wird dann im Buch, liest man es einfach so runter und denkt darüber nach und sagt, okay. Im Film wird das dann durch zwei, drei Pointen dargelegt, wo sie dann umgefahren wird, einen Unfall hat und dann die ganzen Leute auf ihre Unterhose zeigen und sagen, oh, und da auf einmal ganz viele Referenzen an, wenn die Gondeln Trauer tragen und Body Snatchers. Okay, auf einmal kommen. Und also der Film hat halt einerseits natürlich den Vorteil des Visuellen, der zusätzlichen Erzählebene, plus die Musik, da kommen wir später zu. Also das Visuelle ist alles sehr, sehr ähnlich zu dem, wie man sich das beim Lesen des Buchs vorstellt. Also man schafft es schon, das Gefühl von Ende 2000, frühe 2010er Jahre untere Mittelschicht, so das umzusetzen. Nicht totaler Sozialbau, aber untere Mittelschicht. So fühlt sich dann auch die Wohnung an, in der sie lebt. Und da ist die große Sache, das Buch hat eher so referenziert zwar diese ganzen Momente, aber es fühlt sich sehr viel mehr an, als würde man einfach Helen aus dem Krankenhausbett beim Denken zugucken oder zuhören, ohne wirklich an die Orte zu reisen. Und natürlich ist das für einen Film ein bisschen schwierig. Deswegen reist man dann in ihren Gedanken an die Orte mit ihrer Stimme aus dem Off. Das funktioniert auch ganz gut. Lassen wir es dabei. Was aber wirklich am spannendsten ist, ist, dass das Buch ja eine bestimmte Struktur vorgibt. Ist ja klar. Sachen passieren erst und Sachen passieren später im Plot. Und die ganz grobe Handlungsstruktur übernimmt der Film. Was aber so spannend ist, er remixt das. Also zum Beispiel lustige Anekdoten, die etwas später in der Handlung erzählt werden. Zum Beispiel, dass Helens Mutter immer so einen ganz speziellen Braten macht, wo Tiere ineinander gestopft werden. Eine Wachtel in einen Huhn und da. Das wird weiter nach vorne in den Plot gesetzt. Aber um es dann später nochmal zurückzuholen, was das Buch nicht macht. Und das finde ich sehr spannend, weil als Kenner des Buchs, jetzt sagt man natürlich, ja, das Buch ist immer besser als der Film, bla bla bla, lass deine Plattitüden bitte zu Hause. Aber was vor allen Dingen spannend ist, ist, dass man Szenen versucht vorauszuahnen, weil man so denkt, ja okay, wir müssen so auf Seite 50 sein, handlungstechnisch, und dann auf einmal eine Szene viel später kommt. Und daher kommt so der Remix-Gedanke. Ich würde sagen, es lohnt sich sehr, das Buch zu lesen und dann den Film zu gucken, oder erst den Film zu gucken und dann das Buch zu lesen, weil man einfach so durch die Handlung gleitet und diese visuellen, also
es gibt in dem Buch, auch durch die drastische Schreibweise, gibt es immer wieder so Satzfragmente oder Satzteile, die sich so einbrennen, dass selbst wenn man davon nur ein paar Bilder im Film sieht, man sofort sagt, oh, die Szene von Seite 60 kommt. Das ist sehr gut, das ist am Buch sehr gut, weil das Buch sehr eindringlich ist und der Film schafft es sehr eindringlich, diese Bilder wieder zu re-evozieren, wieder aufzurufen im Gehirn. Das ist sehr gut und dann überrascht der Film damit, dass er sagt, ja, aber die Szene, die du jetzt erwartest, Beispiel, Helen hat so, nennen wir es mal ganz nett, eigenartige Fantasien von ihrem Vater. Das ist sehr spät im Buch. Das wird aber vorne sehr, sehr natürlich in die Szene eingewoben. Man denkt so, oh, das ist jetzt aber an einer anderen Stelle. Und dieses Verflechten von Handlungs- und Figurenelementen, das macht Spaß. Ich wollte noch was zur Musik sagen. Die Musik ist irgendwie super und fühlt sich irgendwie... Also ich habe nachgeguckt, weil ich nicht sicher war, von wann der Film genau war. Also in meiner Wahrnehmung ist das nicht 2013 musikalisch. Das fühlt sich an wie 2001 oder 2017, aber nicht 2013. Trägt dazu bei, dass sich der Film noch viel losgelöster anfühlt. Aber das gab dem Film ein ganz komisches Gefühl. Das sind so die Elemente, die ich erstmal so erwähnen würde. Jetzt kommen wir natürlich zu der eigentlichen Sache, dem Ekelfaktor. Und hier muss ich den Film wieder kritisieren. Das Buch kann sehr explizit werden und das Benutzen von Körperöffnungen, das Verwenden von Körperflüssigkeiten so detailliert beschreiben, dass man doch hin und wieder mal, sagen wir mal, mit einem leicht roten Gesicht das Buch weglegt, um es so einzuordnen. Das Problem ist, der Film traut sich nicht so ganz, das ebenfalls so umzusetzen. Aktiv die Darstellerin komplett nackt zu zeigen. Sie ist über 18, also wäre das so oder so machbar. Ich meine hier auch gar nicht aus so einem erotisch geiernden Blickwinkel, sondern eher so ein Verlangen, das detailliert umzusetzen. Du kannst nicht die 120 Tage von Sodom umsetzen und die Fäkalien weglassen, hat jemand gesagt. Genau. Du kannst nicht Total Recall umsetzen, ohne dass sich jemand einen lustigen Kopf abnimmt. Also es gibt so Sachen, die essentiell sind für das Werk, damit es seine Identität behält. Und das fehlt ein bisschen. Dafür ist das Ende schön angepasst, wenn auch nicht gleich. Also es bringt was, beides zu rezipieren. Ich empfehle es wirklich, beides, so wie ich es gemacht habe, nach und nach im kurzen Zeitraum zueinander zu gucken und zu lesen. Es hat seine Extreme, man muss damit umgehen, aber ne, Freiheit heißt bürgerliche Normen untergraben. Und deswegen würde ich sagen, sowas ist wirklich was. Also einerseits ist das natürlich das reinste Mathilde 46, ach, ich bin ja nicht verklemmt, Buch geschenkt. Aber es hat natürlich immer noch so etwas Markantes. Das hat der Film nicht so ganz. Also der Film ist nicht so explizit, dass ich sagen würde, da hat sich aber einer was getraut. Da wurde sich nicht wirklich... Es war sehr kalkuliert, es war sehr Kulturindustrie, es war sehr, ich bleibe aber im Rahmen des Verträglichen. Hier wird keine Grenze überschritten. Jetzt mal ganz ruhig wieder auf die Stricknadel gesetzt und ein bisschen Luft ins Gesicht gefächert. Ganz ruhig, Freunde. Das ist ein bisschen schade. Der Film hätte expliziter sein können, es hätte dem Material besser gestanden. Man muss sagen, dass der Film auch zum Ende raus expliziter wird, als er es anfangs ist. Das war auch ein bisschen überraschend an zwei Szenen. Ansonsten, was man sehr loben muss beim Film, da wusste ich nämlich nicht, wie ich es anbringe, weil im Vergleich bringt es mir nicht, die visuelle Farbpracht. Der Film hat ein ganz komisches Color Grading. Er ist sehr... Die Farben sind irgendwie so auf 110% immer gedreht. Ein Weiß strahlt, ein Blaues ist fast schon kalt sofort. Das macht viel Spaß beim Gucken. Also das ist ein Film, der in seiner Farbpracht... Er ist etwas wie Speed Racer. Dieses, ui, das war aber ein schönes Grün. Das wiederholt sich hier auf eine schöne Art.
Ansonsten, ich habe eigentlich zum Film als Schauspiel durch die Bank weg gut. Eins, zwei Darstellungen der Figuren weichen ein bisschen ab. Vor allen Dingen finde ich Helens Vater zum Buch ein bisschen zu kommunikativ, ein bisschen zu offen. Der ist im Buch ein bisschen verschlossener, ein bisschen mehr auf sich bedacht. Es ist so ein bisschen verloren gegangen. Die Mutter ist ähnlich bratzig wie im Buch, das ist sehr gut. Also darstellungstechnisch kann sich bei keinem beschweren. Das Einzige, ich habe ja erwähnt, im Buch gibt es keinen Antagonisten. Hier hat man die Ex-Freundin vom Krankenpfleger. Über den wollte ich gar nicht sprechen. Der Krankenpfleger ist in der Vorlage. Er sah, weiß Gott, nicht so aus, wie ich mir vorgestellt habe, aber egal. Die Darstellerin, es gibt, eigentlich ist im Buch fast schon Gag, dass es immer fluktuierende Krankenschwestern gibt und sich Helen nie merken kann, wer sie gerade versorgt. Hier gibt es eine feste Krankenschwester und die mag irgendwie Helen nicht und hat sowas wie eine Abneigung gegen sie, weil sie mit dem Krankenpfleger eigentlich zusammen ist. Das ist ein bisschen doof, weil das gibt es in der Vorlage nicht. Und dieses unnötige weitere Drama macht den Film ein bisschen kindischer, als er sein sollte. So, da haben wir auf einmal die Pausenhofstreiterei. Das ist so ein Element, was in der Vorlage nicht drin ist. Ein bisschen schade. Aber im Gesamten ist es ein Film, den ich empfehle. Er hat seine Probleme, er hat seine Figuren, wo man heute vielleicht sagt, das ist ein bisschen altbacken. Aber in Gänze nett. Gut, 7 von 10, wenn ihr eine Zahl wollt. Schreibt mir gerne rein, wie ihr Feuchtgebiete, Vorlage und Feuchtgebiete, Roman. Und schreibt mir auch gerne feministische Kritik. Ich habe mir ein paar dazu durchgelesen. Hier, aber spannend. Gutes Ding. Wie fandet ihr Feuchtgebiete? Wie findet ihr Feuchtgebiete? Den Witz spare ich mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.